Hallo und herzlich willkommen zu unserer Malibu Insight Videobotschaft. Wir spielen dieses Format in regelmäßigen Abständen, um Sie über Themen zu informieren, die wir für wichtig und relevant halten. Beginnen wir in Anknüpfung an die letzte Ausgabe mit den Themen Lieferengpässe und Preisentwicklung. In unseren Fertigungen haben wir nach wie vor die Auswirkungen der Lieferengpässe aus den letzten 2 Jahren zu bewältigen. Die gute Nachricht ist aber, dass wir zumindest mit einer gewissen Zuversicht ab dem zweiten Halbjahr 2023 von einer Stabilisierung der Belieferung ausgehen können. Mit unseren Basisfahrzeugherstellern haben wir hierzu ein entsprechendes Commitment erzielt, insofern diese wie geplant produzieren können. Leider gibt es beim Thema Preiserhöhungen noch keine wirkliche Beruhigung. Aktuell werden wir erneut von einer deutlichen Preiserhöhung im Bereich der Basisfahrzeuge konfrontiert, die wir ab dem neuen Jahr 2023 leider an Sie, unsere Kunden, weiterreichen müssen. Zum 01.01.2023 müssen wir daher die Preise ein weiteres Mal anheben, um die für uns gestiegenen Einkaufspreise zu kompensieren. Auf die Nachfrage nach neuen Reisemobilen wirken sich diese Entwicklungen derzeit wie folgt aus. Im Rahmen der in den letzten 3 Monaten durchgeführten europäischen Herbstmessen durften wir erfahren, dass das Interesse an unseren Reisemobilen und Vans und an der damit verbundenen Urlaubsform Caravaning nach wie vor ungebrochen hoch ist. Auch wenn die nicht präzise vorhersehbaren Lieferzeiten und die gestiegenen Preisstellungen eine momentane Kaufzurückhaltung ausgelöst haben. Darum richten wir genau auf diese beiden Punkte im Laufe des nächsten Jahres nach wie vor unser Hauptaugenmerk. Schauen wir uns das am besten live in der täglichen Praxis an. In dieser Insider-Ausgabe wollen wir Ihnen exklusiv einen Einblick in die aktuelle Lage in unseren Fertigungen geben. Dort, wo unsere Urlaubsträume gebaut werden, Ihnen, liebe Kunden, gewähren wir damit erstmals einen Blick hinter die Kulissen und reden mit den verantwortlichen Mitarbeitern, die tagtäglich ihr Bestes geben, um Ihr Malibu Reisemobil, Ihren Malibu Van, trotz der Herausforderungen möglichst zeitnah zu fertigen. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt am besten an den Ort des Geschehens und verschaffen uns einen Überblick und reden mit den verantwortlichen Mitarbeitern. Zur Situation am Bandort in der Produktion kann ich so viel sagen, wir haben normalerweise hier einen Produktionsablauf, der geregelt läuft. Das heißt, die Fahrzeuge kommen in einer bestimmten Reihenfolge. Dies ermöglicht, dass wir kontinuierlich am Band arbeiten können. Jetzt ist allerdings die Situation seit knapp einem Jahr bis 2 Jahren so, dass wir durch die Verschiebungen, die auftreten, aufgrund von Verschiebungen von Chassislieferungen, wir Probleme kriegen am Band. Das heißt, wir bekommen unregelmäßig Fahrzeuge, das heißt oft Fahrzeuge, die einen höheren Arbeitsaufwand erfordern. Das beinhaltet natürlich, dass die Mitarbeiter am Band sehr flexibel reagieren müssen und die Arbeit ja in einem gewissen Zeitraum trotzdem erledigt kriegen. Das heißt, miteinander sprechen, aufeinander Rücksicht nehmen und versuchen trotzdem die Arbeit in einem gewissen Rahmen hinzubekommen, auch wenn die Ausgangslage etwas ungünstiger ist. Es ist eigentlich immer das oberste Ziel, dem Kunden das Fahrzeug so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Das heißt, übersetzt für uns, sobald wir Material oder das Fahrzeug haben, bauen wir auch wenn es mal Überstunden bedeutet. So viel Flexibilität bringen wir als Mitarbeiter gerne mit. Durch kurzfristige Änderungen in der Anlieferung der Chassis werden viele Produktionsabläufe durcheinander gewürfelt und müssen neu geplant werden. Dadurch müssen alle Mitarbeiter im Lager die Ware umsortieren oder austauschen. Wir sorgen dafür, dass trotzdem ein reibungsloser Ablauf in der Produktion gewährleistet ist. Dies betrifft auch unsere Lieferanten, die uns Just-in-Sequence beliefern. Das heißt, die müssen auch kurzfristige Produktionsabläufe ändern, damit dann die Ware, die wir brauchen, vorhanden ist. Wie Sie es aus den Statements der Mitarbeiter erfahren haben, müssen wir uns nach wie vor tagtäglich den Herausforderungen stellen, was das Thema Lieferengpässe, Lieferschwierigkeiten angeht.
Diese Gesamtsituation stellt uns tagtäglich vor die Herausforderung, die Fahrzeuge pünktlich und in bester Qualität auszuliefern. Worauf ich sehr stolz bin, ist, dass das Team trotz dieser Schwierigkeiten tagtäglich gut mitzieht und sich entsprechend flexibel zeigt und wir dadurch die Termine halten können und natürlich die Fahrzeuge in bester Qualität an Sie ausliefern. Wir als Hersteller setzen also nach wie vor alles daran, Ihnen Ihr ersehntes Reisemobil oder Ihren Van so bald als nur möglich liefern zu können. Und das in der für Malibu typischen Qualität. Zeitgleich bereiten wir uns aktuell auf die gleich im neuen Jahr anstehende Messe Caravan, Motor und Touristik, kurz CMT, vor, die am 14.01.2023 ihre Pforten für Sie öffnet. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns in der Halle 5 besuchen kommen, zum ersten Mal mit beiden Marken gemeinsam an einem Stand. Lassen Sie sich von unserem neu konzipierten Messestandkonzept und unseren tollen Malibu Reisemobilen und Vans begeistern und inspirieren. Der nächste Urlaub kommt bestimmt und mit ihm auch die inzwischen schon wieder heiß ersehnte Urlaubssonne mit Meeresrauschen im Hintergrund und das alles an Ihrem persönlichen Lieblingsplatz. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein friedvolles, besinnliches und glückliches Weihnachtsfest. Heute schon alles erdenklich Gute für das Jahr 2023 und bleiben Sie gesund. Auf hoffentlich bald, Ihr Bernd Wuschak und das gesamte Malibu-Team.